Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Vorrednerin, Kollegin Göring-Eckardt, hat so gut es geht den Horror in Aleppo in Worte gefasst. Ich glaube, nachempfinden kann man es nicht, wenn man die Hölle nicht selber dort erlebt hat. Es sind auch die Verantwortlichen genannt worden, das Assad-Regime, Russland, aktive Kriegspartei, Iran, das schiitische Milizen finanziert und steuert, und auch dschihadistische Terroristen. Unter dem ganzen Komplex, den man hier benennen müsste, möchte ich einen Aspekt herausgreifen. Ich möchte über uns reden. Uns, Deutschland, Europa, die USA, den Westen. Nach meiner Einschätzung steht Aleppo für das größte Desaster westlicher Außenpolitik in den letzten Jahrzehnten. Eine Erscheinungsform des Desasters ist unsere Ohnmacht angesichts des Leids der Hunderttausenden von Toten, der brutalen Gewalt, des Kriegsverbrechens als Alltag. Ich möchte mich mit dieser Ohnmacht beschäftigen. Was sind die Einflüsse, auf die wir nicht einwirken können? Und sind wir wirklich ohnmächtig oder könnten wir etwas tun? Das Erste, was ich sagen möchte, die Ohnmacht zu überwinden, beginnt damit, dass wir die Realität unserer Einflusslosigkeit aussprechen. Statt uns immer wieder in eine ritualisierte Appell- und Betroffenheitsrhetorik zu flüchten, die so tut, als würden wir Politik machen, die aber eigentlich nur der Schein von Politik ist. Wer einen Zweifel an europäischer Einflusslosigkeit hat, der kann nach Lausanne gucken, wo Staaten zusammensitzen, um zu verhandeln, um eine politische Lösung zu erreichen. An diesem Verhandlungstisch sitzt die Türkei, an diesem Verhandlungstisch sitzt Katar, mit guten Gründen, ein Land mit 300.000 Einwohnern. Von den 28 Mitgliedsländern der Europäischen Union sitzt kein einziges an diesem Tisch und auch die Europäische Union selber nicht. Wir sind die Nachbarregion, die wie keine zweite Weltregion betroffen ist von diesem Elend. Es ist unsere Nachbarregion, aber wir sitzen noch nicht einmal als Europäer am Tisch. Wie ist es zu dieser Ohnmacht gekommen? Das ist sehr komplex. Es hat eine lange Geschichte, die kann man hier nicht aufarbeiten im Rahmen dieser Aktuellen Stunde. Darum möchte ich nur den Zeitpunkt benennen, ab dem die Katastrophe definitiv ihren Lauf nahm. Das war dann, als endgültig klar war, dass es keinen militärischen Schutz durch die USA geben würde. Kein anderes Land wäre dafür in Frage gekommen, weder in der Luft noch am Boden. Es war klar, es gibt keine Flugverbotszone, es gibt keine militärisch geschützte humanitäre Schutzzone am Boden. Damit war der Weg frei für den russischen Militäreinsatz, den wir nun seit Monaten sehen und auch noch für Wochen und Monate vielleicht sehen werden. Hier ist erneut nicht der Zeitpunkt, die Gelegenheit, über das Für und Wider zu sprechen dieser Maßnahmen. Was ich nur sagen möchte, ist, man kann durch Tun schuldig werden, aber Nicht-Tun schützt nicht davor, schuldig zu werden. Wir sprechen oft und immer den Satz, es gibt keine militärischen Lösungen. Der Satz ist richtig, aber Präsident Putin denkt und handelt genau gegenteilig. Für ihn ist die militärische Lösung die Voraussetzung, der Boden für nachfolgende Diplomatie und Politik. Das müssen wir sehen. Eine Außenpolitik, die immer nur die eigene Logik vorträgt, aber die ganz gegenteilige Logik entscheidender Akteure ignoriert. Die mag heimischen Beifall finden, aber sie erzeugt auch eigene politische Ohnmacht unseres Landes. Aleppo ist kein Endpunkt. Das Leiden wird weitergehen, Aleppo wird fallen, das Sterben, das Bombardement, der Terrorismus, es wird weitergehen, meine Damen und Herren. Und darum stellt sich auch die Frage, bleibt es bei unserer Ohnmacht? Sind wir zur Ohnmacht verpflichtet oder können wir etwas tun? Ich glaube, so wenig wir tun können, es gibt etwas, was wir tun könnten. Und ich möchte zwei Dinge benennen. Das Erste ist, dass wir wirtschaftliche Sanktionen als nicht militärisches Mittel anwenden gegenüber Kriegsverbrechen und Kriegsverbrechern.
Wir haben die Europäische Union, die USA, Wirtschaftssanktionen verhängt als Reaktion auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Heute sind in Aleppo Kriegsverbrechen an der Tagesordnung. Und wir müssen uns fragen, und diejenigen, die das kritisieren, die frage ich zurück, was ist die Alternative? Wenn das Nichtstun die Alternative ist, dann müssen wir zu diesem nicht-militärischen Entgegenstemmen gegen Kriegsverbrechen greifen, als das Instrument, das wir haben, meine Damen und Herren, wenn es kein anderes und jedenfalls kein besseres gibt. Es wäre der Ausdruck, dass wir es nicht hinnehmen, sondern dass wir uns entgegenstemmen und verurteilen die Kriegsverbrechen, die da sind. Und das Zweite und Letzte, es sind Kriegsverbrechen. Und darum müssen wir damit anfangen und die Vereinten Nationen damit anfangen, die Kriegsverbrechen zu dokumentieren, damit wir schon heute den Tätern sagen, ihr werdet nicht davonkommen, sondern die internationale Gemeinschaft dokumentiert und sammelt die Grundlagen und die tatsächlichen Verhältnisse eurer Verbrechen. Und es wird euch ein Gerichtsverfahren von der internationalen Gemeinschaft gemacht werden. Auch das ist heute schon möglich. Wir dürfen nicht einfach nur willenlos sein, nur betroffen sein, sondern die wenigen Möglichkeiten, die wir haben, die müssen wir realisieren, meine Damen und Herren. Und darüber müssen wir mindestens debattieren. Und darum ist es gut, dass wir es tun. Mein letzter Satz. Es ist richtig zu sagen, es gibt keine militärischen Lösungen. Aber es reicht nicht zu sagen, es gibt keine militärischen Lösungen. Wir müssen etwas dagegen tun, dass nicht andere militärische Lösungen praktizieren. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Heike Hensel für die Fraktion Die Linke das Wort.